Jetzt werden wir meinen echten Namen herausfinden. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Meine lieben Freunde, es klingt alles wahrscheinlich für euch komplett komisch, der Hintergrund ist neu. Denn meine lieben Freunde, ich bin in meiner Heimat, ich bin bei meinen Eltern zu Besuch und habe mir gedacht, ich nehme meinen Laptop mit, ich nehme meine Kamera mit, ich nehme meine Tastatur mit und kann hier ein Video aufnehmen für euch. Und ich habe natürlich ein Mikro vergessen, deswegen muss ich den Ton von der Kamera nehmen. Deswegen ist er leider nicht so gut. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch, Leute. Aber ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, dass ich hier trotzdem alles mitgenommen habe, um noch ein Video rauszuballern für euch. Und ja, meine lieben Freunde, es ist so seltsam. Nebenan sind ein Haufen Anwälte in dem Haus. Die gucken alle hier rein und denken, was macht der Junge? Hier ist eine Kamera, der redet mit seinem Laptop. Ist der eigentlich dumm oder so? Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, ich habe auf Timoja mal geguckt. Hier gibt es eine Map mit der echte Name von Mo. Ich bin gespannt, ob denn mein echter Name am Ende da steht. Deswegen dachte ich mir, wir machen einfach mal mit euch hier dieses Jump'n'Run, weil hier steht, um den echten Namen von Mo herauszufinden, musst du erst das Jump'n'Run schaffen. Viel Spaß, Freunde. Das wird nicht so einfach, denn ich, wie gesagt, ich habe mir eine Tastatur, ich habe den Laptop, das ist alles richtig seltsam. Und noch eine Bitte an euch, Leute, ich will mit meinem Vater ein Wer würde eher aufnehmen. Deswegen könnt ihr mal so viele Wer würde eher Fragen mit meinem Vater auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Stellt so viele Fragen, wie ihr wollt. Vielleicht kommt ihr im nächsten Video dann dran. Das wäre auf jeden Fall richtig korrekt von euch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, um meinen Namen herauszufinden, Leute. Es wird, ich finde, also jetzt mal im Ernst, das sieht ja nicht schwer aus, das Jump'n'Run. Aber ich habe hier eine Tastatur an den Laptop geschlossen. Und die reagiert irgendwie ein bisschen später, als ich drücke. Und deswegen wird das nicht so einfach werden. Es ist auch noch die Tastatur des Todes, ihr wisst Bescheid, die Tastatur, wo ich im Jump'n'Run immer gefehlt habe. Aber vielleicht schaffe ich jetzt hier alles. Es wäre auf jeden Fall cool. Das erste haben wir schon mal geschafft. Ich bin gespannt, ob am Ende mein echter Name steht. Denn ich habe ja letztens schon gefragt und viele von euch haben auf jeden Fall meinen richtigen Namen in die Kommentare geschrieben. Und ich bin mal gespannt, weil es wird immer gemunkelt, wie ich heiße. Und das finde ich so witzig, denn selbst Kollegen von mir, die denken manchmal, ich heiße Mo mit echten Namen. Aber ist ja nicht so. Und viele dachten, ja, vielleicht heißt er Mohammed, vielleicht heißt er auch, hat sein Name gar nichts mit M zu tun und er fängt gar nicht mit M an, sondern mit irgendwas anderem. Und jetzt müssen wir erstmal das schaffen hier und das schaffen. Das haben wir auch geschafft, meine lieben Freunde. Oha, ich hätte gedacht, ich fail die ganze Zeit hier, weil, wie gesagt, Tastatur ist... Ah, okay, ich hätte schon gedacht, ich muss da drauf springen. Auf jeden Fall hätte ich gedacht, ich verkacke hier nur, weil... Wie gesagt, es reagiert alles ein bisschen später und ja, auf jeden Fall sorry für den Ton, Leute, aber das geht nun mal nicht anders ohne Mikro. Und ich muss sagen, das wäre schon ein geiler Videohintergrund, oder? Irgendwie wäre das schon ganz fresh, so eine Wand. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ich muss jetzt, nee, warte mal, wo muss ich... Ah, nice. Okay, das haben wir auch geschafft. Jetzt kommt das nächste. Ich bin gespannt, was am Ende für ein Name steht. Oh mein Gott. Hä? Ah, muss wieder hier vorne anfangen. Zack, 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 zack. So, das war auch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Das haben wir auch geschafft. Jetzt kommt das nächste. Ich glaube, vielleicht ist das schon das letzte. Uiuiui, geschafft. So. Och. Naja, auf jeden Fall, Leute, ich freue mich, denn ich bin ab Sonntag dann wieder zu Hause. Dann kommt wieder... Also, wie gesagt, bald geht ein neues Projekt los. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich habe das... In der Zug-Hinfahrt hier in die Heimat geplant. Ich werde das auf die Rückfahrt nachplanen. Das wird so ein geiles Projekt für euch. Also freut euch da auf jeden Fall drauf. Wenn ihr gehypt seid, Daumen hoch. Das ist nicht mein Daumen da. ja, auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich glaube es kaum. Jetzt werden wir meinen echten Namen herausfinden. Ich bin gespannt, ob denn der echte Name da steht. Wir müssen über einen roten Teppich laufen. Und da hinten sind Schilder. Ich kann es noch nicht erkennen. Ich habe hier auch keinen Optifine oder so drauf. Wie gesagt, wenn es ein bisschen leckt oder so, seid mir nicht böse. Ist jetzt nicht so der allerkrasseste PC-Laptop, den ich habe. Aber immerhin konnte ich irgendwas aufnehmen. So, Freunde. Wie heißt Mo im Echt? Das werden wir jetzt herausfinden, indem wir einfach nach vorne rennen. Und der echte Name von Mo ist... Erstmal hier sehr gut bewerten. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Wer von euch hat's gewusst? Schreibt mal in die Kommentare. Ich einfach. Schreibt mal einfach ich in die Kommentare, wenn ihr es schon vorher wusstet. Und ja,
jetzt sind hoffentlich auch mal die ganzen Spekulationen weg, denn ich habe immer wieder gesehen, wie welche geschrieben haben, ja, der heißt Mohammed. Wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr es gewusst habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mal ganz viele, wer würde eher fragen, in die Kommentare. Wie gesagt, das war jetzt so ein kleines, spontanes Video. Zum Glück habe ich diese Map gefunden. Und ja, Leute, ich bin ab Sonntag wieder zu Hause. Daumen hoch dafür, dass ich hier aufgenommen habe. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, dass noch ein Video mit meiner Katze kommt, ich habe da was richtig Witziges geplant, auch einen Daumen hoch. Und ja, Leute, wir sehen uns. Macht's gut, schönes Wochenende und ja, das war mal kein 10-Minuten-Video, aber Daumen hoch, tschüss.